Wenn du es nicht richtig machst, wenn du dich nicht beeilst, wenn du nicht schnell genug bist, wenn du zu oft krank bist. Druck ist immer da, du willst dich beweisen, du bringst Maximum an Leistung. Man ist ein Vierteljahr da, man ist ein halbes Jahr da, irgendwann ein Jahr und immer mit der Hoffnung auf Übernahme. Ja, ich habe eine Wohnung zu bezahlen, ich habe ein Auto zu bezahlen, so wie alle anderen Menschen habe ich meine laufenden Kosten. Und wenn ich von heute auf morgen alles verliere. Wir sind erstmal alle gleich, wir haben zum Teil auch die gleichen Klamotten an oder auch gleiche Abzeichen. Ne? Nur unterschiedlich eben, dass wir was ganz anderes mit uns mittragen, an Sorgen, an Ängste. Und natürlich am Ende des Monats ist auch dementsprechend die Entlohnung auch anders. Man würde keinen Unterschied erkennen, äußerlich, nur innen drin. Der eine ist der Leiharbeiter und der andere ist der Festangestellte. Man ist im Betrieb und man macht die gleiche Tätigkeit, aber man gehört nicht wirklich dazu. Wenn irgendwelche Kollegen in Leiharbeit nicht mehr gebraucht wurden, dann waren sie halt die nächste Woche nicht mehr hier. Die Unsicherheit in Leiharbeit ist das größte Problem. Der Nachhauseweg abends, der kann tatsächlich der letzte sein. Ich bin aktuell überzeugt, dass diese Krise auch schwere Zeiten für die Festangestellten mitbringen wird. Nicht nur für die Leiharbeit und für die Befristete. Ja. Ich möchte mich nicht mehr ausnutzen lassen. Ich möchte mich nicht mehr wie ein Stück Dreck behandeln lassen. Die Leute fühlen sich immer noch als Menschen zweiter Klasse. Meine Zukunft aufbauen dürfen, meine Existenz. Ich würde auch gern planen können. Ich war noch nie im Urlaub. Ich bin 33 Jahre verdammt. Ich war noch nie im Urlaub. Zusammenhalten in der Krise, das A und O. Und zusammen kämpfen, wenn es sein muss. Einer alleine kann nichts reißen. Nur wenn wir zusammenhalten und solidarisch miteinander sind, funktioniert diese Welt. Die eigentliche Antwort auf die Krise wäre Solidarität.